Resource of Firewood is low. Alter, was macht der denn hier? Der hat doch... Da hat er doch alles vor der Hütte. Lock, lock, lock. Alles voll. Aber vielleicht müssen wir da nochmal einen zweiten bauen bei Zeiten, weil wir inzwischen ja ein paar mehr Häuser haben, die es zu versorgen gilt. Deswegen kommt der eine da vielleicht nicht hinterher. Oder wir machen einfach Resource of Firewood. Fire. Setzen wir einfach mal auf 400. Generell, Firewood wurde auch empfohlen, ich lese ja die Kommentare, auch die guten, ne? Nicht nur die kritischen, vor allen Dingen die guten. Die kritischen, die lese ich immer so ganz, ach ja, Kritik kann nicht sein. Kritik geht gar nicht. Man kann mich gar nicht kritisieren. Das ist völlig menschenunmöglich. Ja, nee, aber auf jeden Fall, natürlich lese ich auch die kritischen Kommentare und auch die guten. Und da wurde natürlich gesagt, ich soll hier mit Feuerholz handeln. Und das werde ich auch tun, sobald die Leute, sobald genug Leute erfroren sind, dass wir hier genug Feuerholz haben. Ne? Das ist so der Plan. Das ist total gewieft. Haben wir überhaupt noch Feuerholz? Natürlich nicht. Wir haben auch nicht so viele Loks. Ich muss als nächstes unbedingt noch einen zweiten Förster bauen. Bilde ich mir ein, in Klammern. Und dann können wir langsam auch alles mal vergrößern. Noch ein zweites Lagerhaus bauen, vielleicht noch ein drittes und so weiter. Und es wird größer und größer. Aber ich möchte alles biologisch wachsen lassen. Ich möchte das nicht forcieren. Weißt du? Biologisches Wachstum, es ist wie bei Unternehmen. Und es ist auch wie bei Stars. Nehmen wir zum Beispiel eine Miley Cyrus, die plötzlich sehr, sehr erfolgreich war. Und dann auch Justin Bieber, ein super Beispiel. Beides natürlich, muss man sagen, gute Musiker. Die Musik mag nicht jedem gefallen. Wenn ich jetzt sage, gute Musiker, meine ich, können gut singen. Gute Musiker ist was anderes. Also gute, auch gute Musik ist was anderes aus meinem Empfinden heraus. Aber man muss ihnen den gebührenden Respekt schon entgegenbringen. Können super singen. Also ganz neidlos kann man einfach mal anerkennen, muss man jetzt nicht cool tun und sagen, die sind so scheiße, die sind so schwul, die sehen ja aus wie Zwillinge. So, und das mag ja alles schön und gut sein, aber ganz ehrlich, die sind hochgepusht worden von, ich glaube, war es Disney? Oder ich weiß nicht, jedenfalls vom Plattenlabel Pipapo, mega hochgepusht, super schneller Erfolg. Das war kein langsames biologisches Wachstum, sondern es war ein, teilweise auch ein künstlich produziertes Wachstum mit Image mit Pipapo. Und bei beiden merkt man das, dass die quasi mit dem schnellen Erfolg selber nicht mitwachsen konnten und jetzt versuchen daraus so ein bisschen herauszubrechen mit den ganzen Skandalen und bla 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 bla. Wie heißt er nochmal? Kevin McCorkin? Nee, nicht Kevin, ja, wie heißt er nochmal? McCorkin, weißt du schon, Kevin allein zu Hause. Alter, ist schon 1000 Jahre her, weiß ich nicht mehr. Und schade, dass es 1000 Jahre her ist, er war damals ein gefeierter Kinderstar. Ist dann leider auch super, super abgegangen, super gehypt, super für alle Rollen, pipapo. Und kam dann einfach mit dem frühen und superschnellen Erfolg einfach nicht klar. Und naja, hat sich in die Drogen gestürzt. Also Leute, wenn ihr schnellen Erfolg habt, stürzt euch nicht in die Drogen. Auch nicht vom Balkon. Sondern setzt euch einfach mal eine Runde hin und reflektiert ein bisschen. Das hilft immer ganz gut. So. Na also. Denn ich glaube, es wird langsam früh Frühling. A merchant has arrived at the trading post. Well, let's visit the merchant and let's say hello. Merchant. Ah, hello, my friend. Hello, merchant. How are you today? Malotte hat Walnüsse und Fleisch. Ja, Walnüsse habe ich auch, Alter. Nee, ja, brauche ich beides nicht. Ich lass Malotte hier mal wieder wegdüsen. Komm, verpiss dich, ist mein Hafen, musst du Anlegegebühr zahlen. Custom Order. Onions, nein. Never. Ach, hier, ah ja, hier, ah, Weed. Ja, ja, Weed, aha. Okay, kann ich nichts mit anfangen. Ich pack da mal ein bisschen Feuerholz hin und hoffe, dass dann öfter mal ein paar Merchants kommen oder ich weiß nicht wer genau. Und dann schauen wir mal. So, wie sieht's aus an den Fronten? Es wird bald wieder grün. Ich habe es im Urin. Ich habe mich gerade ein bisschen eingepinkelt, 2-3 Tropfen. Siehst du? Frühlingsurin, habe ich doch gesagt. So, hier, ihr baut die Scheiße aber noch fertig. Weh, da geht sie gleich wieder irgendwie ein neues Hämmerchen holen oder so. Das kann der mit seinem Fingernagel zurechtschrauben. Du schaffst es. Ich habe immer Angst, dass er gleich nach rechts abdüst. 94%, komm, bitte. Jetzt macht er 96. 97. Alter, komm. Ah, ein zweiter Bauarbeiter. Super, da freue ich mich. So, jetzt haben wir
Drei Bilder brauchen wir nicht mehr. Labora, Labora, Labora. Dann holen wir jetzt noch ein paar Leute aus dem Steinbruch. Fünf Leute aus dem Steinbruch müssen wir leider abziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Die schickt man dann natürlich hier wieder auf die Farm. Und kaum ist Frühling, fängt es wieder an, großzügig zu pissen. Ich freue mich. So, jetzt brauchen wir einen Trader. Brauchen wir später. Das Ding ist ja eh gerade nicht am Laufen. 4 Gazera. Boah, 4? Weißt du was? Ich stelle jetzt erstmal 4 Gazera ein. So, dann können die gerne erstmal Fressi-Fressi sammeln. Das soll mir recht sein. Und den Steinbruch beleben wir später, wenn die Kinder alt genug sind und kommen aus der Schule mit Diplom, mit 1+-Abi-Abschluss, mit Uni-Stipendium und allem drum und dran. Dann schicken wir die in den Steinbruch. Ne? Da sind die produktiver einfach. Im Hospital sind nur Leute, das ist gut. 3 Studenten haben wir momentan. Das heißt, wir haben bestimmt bald wieder... Wir haben bestimmt mal wieder arglose Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Hier, 8 Jahre, können wir auch schon in Steinbruch schicken. 57, ab in Steinbruch, 62, los, Steine kloppen. 50 Jahre alt, 7 Jahre alt, 13, alles in Steinbruch. Hier, 60, Steinbruch. 5 Jahre, Steinbruch. 64 Jahre alt, Mann, 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 Methusalem, oder was? Beide 60. Alter, langsam, wenn die Hütten hier bald leer werden, wurde ich schon vorgewarnt, dass es dann richtig losgeht, weil die ersten Leute werden ja bei uns hier in Bälde leider versterben. Ich bräuchte noch einen Friedhof, damit keiner trauert, ne? Ich hoffe, dann brauche ich keinen Friedhofsgärtner. Und eine Stadthalle. Sollen wir für Statistiken bauen? Wurde mehrfach angeraten. Eine Town Hall, aber 124 Steine. Wo soll ich den denn hernehmen? Die kann ich nicht aus dem Anus zaubern, das geht nicht. Hier, eine Cemetery. Was haben wir denn jetzt? Wir haben keine Loks mehr. Ach, hier können wir den Friedhof quasi, angeben. Friedhof gleich neben Steinbruch, oder? Kann man da noch eine Straße hinbauen eigentlich? Nur mal so, wo war die denn hier, ne? Nee, das geht nicht. Okay. Geht nicht. Dann. Trading Post, ich gehe nochmal ganz kurz durch. Town Services. Dann können wir hier echt so einen Friedhof hinbauen, ne? Das machen wir später. Das machen wir nicht jetzt. Da müssen wir erstmal eine Straße zwischenbauen. Ich hätte das jetzt direkt an den Steinbruch gemacht. Dann wird das so ein Indianerfriedhof. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und wie man sieht, der Frühling und der Sommer halten Einzug in Stuckenborstel. Die Pharaonen sind jetzt mal weitergezogen. Der Frühling ist ja schon vorbei. Und wir haben erstaunlicherweise... Wieso mache ich die Fenster mal weg? Oder gehen die mal weg? Moment. Habe ich gerade ein bisschen verschluckt. Musste ich erstmal wieder großzügig abhusten. Wir haben bis jetzt noch den kleinsten Teil der Karte besiedelt. So, Stuckenborstel. Wir haben immer noch Frühling. Das heißt, ein paar Pharaonen werden noch da sein. Ich sehe die nur gerade nicht. Wahrscheinlich, weil die schöne Stuckenborsteler Landschaft begutachten. Gut, hier oben wurde aber ein bisschen zwangsgerodet. Natürlich für so ein Siedlungsprojekt da oben. Da kommen die Ghettos hin. Er kann nicht arbeiten, weil er kein Holz mehr hat. Wir brauchen Holz. Und der Förster kommt nicht zu Rande, weil es nichts abzuholzen gibt, natürlich. Vielleicht können wir dann mal... Wir haben ja 0 Labore. Das ist ganz gut. Ich mache erstmal komische Geräusche mit der Unterlippe. Resource of Food is low? Food? Food? Ah, die ersten Berries kriegen wir schon. Korn, Herbs, okay. Herbs kann man ja nicht essen. Wir können Leder fressen. Mushrooms, 16. Onions, 22. Wo kommen denn Zwiebeln her? Weiß ich gar nicht. 22 Wurzeln. Aber 70 Korn ist bedenklich wenig. Da müssen wir auf jeden Fall mit dem Fressen ein bisschen aufpassen, Freunde. Ich dachte, ich spiele schon auf Sicherheit, aber die fressen so viel einfach. Das sind so eine Fettsäcke. Und dann schwabbeln die übers Feld, diese fetten Menschen hier. Guck mal, wie fett die sind. Ich habe ein Modemagazin gelesen, da waren die Menschen nur ein Drittel so dünn. Mit Photoshop, aber ist ja egal. Das ist meine realistische Betrachtungsweise der Welt. Ich erlebe meine Welt durch Fotomagazine, durch Hochglanz-Fotomagazine.
Ich darf höchstens 100 Gramm wiegen. Ansonsten bin ich eine Last der Gesellschaft und ein fettes Schwein. Wie wäre es mit Staub? Wer kennt's? Na, wer kennt's? Staub? Hm? Bisschen Staub? Okay, die haben nix. Ich würde sagen, dann zimmern wir die letzten Bäume da, oder zimmern wir die auch weg. Ich will ja nicht alles zubauen. Das soll ja nicht. Das sieht dann ein bisschen schäbig aus, ne? Ich sollte hieraus vielleicht auch lieber ein Feld machen, aber wir brauchen ja zumindest ein bisschen Nahrungsabwechslung, oder? Und das hier ist ja auch so eine Totgeburt einfach. Was ist denn das gegen Totgeburten? Kannst ja essen, was du willst, mir doch egal. So, Entschuldigung. Mal ganz kurz vor. Nein, ich will keine Forester Lodge, ich will natürlich die Bäume da ein bisschen weghauen. Harvest Trees. So, machen wir die Bäume da mal weg. Da oben, theoretisch, können wir die auch mal weghauen. Es sind noch sehr junge Bäume, aber so ist das Leben. Es ist nicht immer gerecht. Lieber ihr als ich. Okay, jetzt kriegen wir ein paar Beeren rein. Na, 22, das ist nicht so viel. Ein paar Beeren. Ja! Winterschlaf! So, wir brauchen noch Holz. Wer holt's? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Da müssen wir uns immer vielleicht ein bisschen. Da mache ich vielleicht so was ähnliches wie die Drei-Felder-Wirtschaft, nur halt mit den Forestern hier. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es klappt. Zum Beispiel, der eine holzt immer ab und der nächste baut dann immer an, weißt du? Und dann wird getauscht. Dann baut der an und der holzt ab, wenn die Bäume alt genug sind. Das könnte eventuell klappen. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich mich hier zu weit hinten rausbaue, dann. Was denn jetzt? Ja, Food. Dann fresst eben Fußnägel. Mir doch egal. Muss ja auch schon mal einen harten Winter kommen. Da habe ich dann immer mal einen großen Zeh gelutscht. Und das war dann die Ration für den Tag. Da waren noch alle wertvolle Mineralien drin. Unterm Fußnagel natürlich. Den darf man nicht auslassen. Muss man sich aber einteilen, damit er ein paar Wochen hält. Wie ekelhaft. So, jedenfalls, ich würde sagen, hallo. Ja, wir können. Ich warte noch im Winter mit dem Bau. Muss ich einfach. Jetzt können die alle erstmal ja schön Beeren lutschen und dann gucken wir, also jetzt die Himbeeren und Brombeeren, ne? Nicht die Bären lutschen, sondern die Beeren. Und anschließend müsste dann wieder ein bisschen Korn zur Verfügung stehen. Ich hoffe in mannigfaltiger Anzahl, dass es hier ausreicht. So, mit 60 kriegen die keine Kinder mehr? Das ist aber unrealistisch. Je Olla, je Dollar, Alter. Da geht's immer richtig rüber über die Mutti. Hier, 64. Da steht man noch richtig im Saft. Okay, hier haben wir 16 Jahre alt. Braucht bestimmt auch bald eine eigene Hütte. Aber ich baue erstmal keine Häuser, solange wir das Nahrungsproblem nicht gelöst haben. Denn sonst kriegen wir hier so einen Nachschub. Hier, zack, 16, 20, Kind. Ist doch klar. Da wird geknattert, dass die Schwarte kracht. Mit 16 Grad Sexualität entdeckt. Na gut, hier wahrscheinlich eher mit 10 Sexualität entdeckt. Zack, doppelschwanger. Es werden Fünflinge. 2 mal 5. So. Da haben wir überall noch Steine, die können wir theoretisch abholen. Also Holz müssten wir jetzt haben, ne? Da haben wir ja gerade da hinten, da wird gerade alles weggebuckelt. Siste, haben wir wieder ein paar Holzdinger dabei. Feuerholz haben wir auch, vielleicht reichen 300. Ich mach das immer runter. Dann haben wir noch ein bisschen Holz zum Bauen und so. Das wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch. Und wir setzen mit dem Bauen erstmal ein bisschen aus und ich mache jetzt tatsächlich mal auf 5. Hui! Warte mal, habe ich nicht eigentlich. Kann ich jetzt nicht eigentlich? Warte mal. Sekunde, ich mache ganz kurz auf Pause. Ich will mal eben was gucken. Es tut mir leid. Ist total unwichtig, was ich gerade gucke. Aber weil ich so ein Spielkind bin, kann ich mich nicht beherrschen. Ich kann mich manchmal nicht zurückhalten. So, Sekunde, es geht gleich weiter. Hier, ich bewege den Mausfall, damit Action auf dem Bildschirm entsteht. Habe ich das gerade nicht offen? Doch, da habe ich doch offen. Warte, pass auf. Lad das nochmal neu. Okay, pass auf. Hab ich. Wo ist es hin? Hier, ich bewege die Maus, damit cool ist. Okay, pass auf, jetzt drücke ich auf Play. Warte. Auf Play. Platz in Action! So, wollte ich schon immer mal machen.
passt die Bewegung der Leute hier so gut. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Jetzt. Glotzen-Action! So, jetzt reicht's aber auch. Jetzt wird's unlustig. War es genau eine Sekunde zu lang. Glatzen-Action kann nur jemand verstehen, der Benny Hill, der auch den Ursprung der Musik kennt quasi. Vielen Dank, Sie sind ein großartiges Publikum. Jetzt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ihr Applaus ist gerechtfertigt, Dankeschön. So, jetzt, haben wir das? Wie ich hier die Aufnahme gerade versaue mit meinen blöden Play-Buttons immer. Jetzt gucke ich die ganze Zeit schon links mit dem Auge dahin, statt hier aufs Spiel. So, wie sieht's aus, Freunde? Wie viel Food haben wir? 141 Berry Berry. Und das Feld wurde gerade abgeerntet. Aha. Ja, hier kann ich ja eh nicht so viel gucken. Ich mache dann auf jeden Fall im Winter, was total sinnvoll ist, das im Winter zu machen, mache ich auf jeden Fall den ersten Förster dann dahin. Und wir müssen doch langsam wieder Labora kriegen. Da müssen doch langsam wieder Belagen nachwachsen. Wir haben 4 Studenten. Die wollen doch auf den Arbeitsmarkt strömen. Die wollen sich doch selbst verwirklichen. Die wollen doch ein Leben anfangen, eine blühende Karriere in unserer Weltmetropole Stuckenborstel beginnen. Und jeder weiß, eine blühende Karriere in der Weltmetropole Stuckenborstel endet natürlich im Steinbruch. 97% sind noch abzubauen. Liebe Stuckenborstler, da geht noch was. Lasst euch ausbilden. Stuckenborstler, schreibt euch nicht ab. Lernt lesen und schreiben und arbeitet im Steinbruch. Oh, die armen Stuckenborstler. So, komm, hier. Mach ich jetzt nicht nochmal an. Nein, mach ich nicht nochmal an. Nein, mach ich wirklich nicht. Na gut, nein, mach ich nicht. Ich bin echt versucht, aber ich werde jetzt meinem inneren Dämon widerstehen. Aber ich muss auf irgendeinen Knopf drücken. Who let the dogs out? So, okay, ich mach das jetzt mal aus hier im Hintergrund, das ist ätzend. So, Entschuldigung. Das lenkt mich ein bisschen ab von meinem hervorragenden, strategisierten Gameplay. Ich bin einfach ein alter Strategogard. Wer den Begriff noch kennt, dem ist mein Dank gewiss. Ach, guck mal hier, gleich wieder neue Bäume eingepflanzt, das ist ja superissimo. Und jetzt können wir hier auch, da sind schon wieder neue Bäume. Ich mach hier mal Plant und das andere. So, Stuckenborstel, was ist? Citizens without jobs? Was? Was ohne Job? Ach, weil das Feld langsam abgeerntet ist. Gut, liebe Stuckis. Das ist ja die niedliche Abkürzung von Stuckenborstler. Stuckis. So, Felder, erstmal Brachgeld. Oh, ich brauche noch drei Farmer, brauche ich noch, weil das Feld da unten noch ein bisschen ist. Korn, 2400. Ist jetzt nicht, aber gut, das hat sich ein bisschen verteilt jetzt natürlich auf die Häuser. Ist jetzt nicht so Ultimo. Wir haben 8 Labora. Weil wir 4 Gazera haben. Ich spreche das übrigens alles extra falsch aus. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Schicke ich alle erstmal wieder in den Steinbruch oder was? Ne, pass auf, ich mache das mal folgendermaßen. Ich mache jetzt erstmal auf Normalgeschwindigkeit, damit ich mir ein bisschen was aussuchen kann. Wir können es uns ja aussuchen. Manchmal würde ich das Leben gern auf Normalgeschwindigkeit schalten. Ja, ja, jetzt fangen diese Gespräche wieder an. So, was ist da voll? Storage for Produced Goods? Willst du mich verarschen? 95%. Mal ist zu viel, mal ist zu wenig, die kann man nichts recht machen. Okay, jetzt würde ich sagen, hier müsste ich dann auf jeden Fall und dann kann ich auch mal, da hat man mal gesehen. So, Forester Lodge. Das Dingen geht bis da, dann müsste ich eigentlich hier was hinmachen. Hier so, ne? Lässt sich einrichten, oder? Bup, haben wir's. Und dann mache ich nämlich folgendermaßen. Ich würde dann gern eine Road bauen. Ich mache jetzt erstmal eine Dirt Road. Dirt baue ich die Road hin. Ahahaha. So, mache ich Dirt rot.